Ja, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter von Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft. Es ist mir eine große Freude, es ist mir auch eine Ehre, heute Abend bei Ihnen zu sein. Ich durfte ja schon einmal sprechen bei der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Bern. Das war vor ziemlich genau 9 Jahren. Ich habe damals einen Vortrag gehalten und es ging um ein sehr komplexes und um ein sehr auch kontroverses Thema, nämlich um die Hochpreisinsel Schweiz. Ehrlich gesagt, ich hätte mir damals nicht vorgestellt, dass wenn ich das nächste Mal bei Ihnen spreche, dass ich dann zu einem Thema rede, das noch anspruchsvoller und noch komplexer und vor allem noch viel umstrittener ist. Ich mache es trotzdem, oder ich versuche es zumindest, weil die Aufgabe, vor der der Bundesrat, die Politik, unser ganzes Land seit dem 9. Februar stehen, es ist keine einfache Aufgabe. Aber es gibt immerhin auch eine Konstante in dieser Frage. Der Bundesrat hat nämlich vor dem 9. Februar gesagt, erstens, die Masseneinwanderungsinitiative ist mit dem Freizügigkeitsabkommen nicht vereinbar, steht 12-mal in der Botschaft. Der Bundesrat hat gesagt, für Verhandlungen, wenn man dann das Freizügigkeitsabkommen verhandeln müsste, braucht es 2. Das ist keine einfache Aufgabe. Allein für ein Verhandlungsmandat braucht es die einstimmige Zustimmung aller 28 EU-Mitgliedstaaten. Und drittens hat der Bundesrat gesagt, wenn die Masseneinwanderungsinitiative angenommen wird, dann wird es eine Phase der Ungewissheit geben. Eine Phase der Ungewissheit, die schwierig sein wird, vor allem auch für die Wirtschaft schwierig sein wird. Nun, nach dem 9. Februar ist all das eingetroffen. Und es ist schon etwas merkwürdig, es gab dann schon bald nach dem 9. Februar Stimmen, die wollten, dass der Bundesrat sage, der neue Verfassungsartikel sei jetzt irgendwie doch Freizügigkeitsabkommen kompatibel, man müsse das nur ein bisschen pragmatisch handhaben. Merkwürdig auch der Vorwurf an den Bundesrat, dass man 6 Monate nach der Abstimmung immer noch nicht mit der EU verhandle. Und die Tatsache, dass diese Phase der Ungewissheit, die jetzt begonnen hat, in der wir sind, dass die unangenehm ist, das wollen einige nicht wahrhaben, aber es ist so, sie ist unangenehm. Nun vielleicht, um doch kurz zurückzublenden, die Frage, warum wohl hat eine Mehrheit der Bevölkerung, der Stimmbevölkerung am 9. Februar Ja gestimmt zu dieser Initiative. Der Versuch, dieses knappe Ja zu verstehen, möchte ich doch heute Abend machen. Ich denke, es ist nicht vollständig. Ich diskutiere mit Ihnen gerne auch nachher noch darüber. Aber ich denke, es gibt verschiedene Elemente, unter anderem eben doch die starke Zuwanderung in den letzten Jahren. Eine starke Zuwanderung in kurzer Zeit, das hat immer, und das ist nicht nur in der Schweiz so, das ist in allen Staaten so, das sorgt für eine gewisse Unruhe, würde ich mal sagen, für eine gewisse auch Ängste, Befürchtungen. Viele haben diese Zuwanderung als unkontrolliert oder zumindest als unsteuerbar empfunden. Und eine der Fragen, die man mir vor der Abstimmung wohl am häufigsten gestellt hat, war die Frage, diese Nettozuwanderung von rund 80.000 Personen pro Jahr, also die Stadt St. Gallen, die Frage, kann das immer so weitergehen? Nicht heute ist das Problem, nicht morgen ist das Problem, aber kann das so weitergehen? Diese Frage habe ich sehr häufig gehört. Dann hat diese starke Zuwanderung sicher Konkurrenzängste am Arbeitsplatz geschürt. Es gibt auch sonst Gründe, am Arbeitsplatz oder um den Arbeitsplatz zu fürchten. Aber ich sage, die starke Zuwanderung hat eine gewisse Angst vor Konkurrenz, ob sie real war oder vorstellbar war, aber sie hat sicher diese Konkurrenzangst eher verstärkt. Und dann etwas, worin wir, glaube ich, doch auch ehrlich sein müssen. Die Wirtschaft hat vom System der Personenfreizügigkeit, von dieser sehr einfachen, unkomplizierten, unbürokratischen Art,
auf Arbeitskräfte zugreifen zu können, auf ausländische Arbeitskräfte zugreifen zu können. Die Wirtschaft hat davon doch sehr stark profitiert. Und sie hat das gemacht, ich sage das etwas kritisch, wahrscheinlich doch ohne Rücksicht auf Verlust. Die gesellschaftlichen Auswirkungen der Zuwanderung wurden nicht nur von der Wirtschaft, sondern auch von der Politik vernachlässigt. Und ich denke, das Ja der Bevölkerung zur Zweitwohnungsinitiative war so eine Art wie Weckruf, hat vielleicht nicht unmittelbar damit zu tun gehabt, aber eine Art Weckruf, hier passiert etwas in der Gesellschaft, das eben das Bedürfnis hat, Stopp zu sagen, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen, einer Entwicklung, die man vielleicht eben als ungesund, als ungut empfindet. Das sind meine Eindrücke. Ich sage das, ich will Ihnen jetzt nicht die Vox-Analyse vorlesen, die können Sie selber lesen, aber auch meine Eindrücke aus einer Abstimmungszeit, die ich sehr intensiv erlebt habe. Ich war sehr häufig unterwegs und ich habe gemerkt, dass da etwas am Tun ist, am Brodeln ist, das schwierig ist zu beantworten, wo es schwierig ist, die Argumente zu finden, etwas, das vielleicht eher auch im Bauch stattfindet und wenn dann die rationalen Argumente kommen, die Überlegungen kommen, dass es manchmal nicht einfach war, die Leute zu erreichen. In der Wirtschaft hat man das anders erlebt. Ich habe heute Morgen noch einen Präsidenten eines großen Branchenverbands bei mir gehabt. Er hat gesagt, wir waren total überrascht von diesem Abstimmungsresultat. Ich war es nicht. Ich denke, etwas müssen wir auch noch ansprechen. Es gibt in unserem Land auch eine Fremdenfeindlichkeit, die zugenommen hat. Unser Land ist gegenüber Ausländerinnen und Ausländern tendenziell abweisender geworden. Und ich habe das festgestellt, wir haben im Parlament kürzlich eine grundlegende Revision des Bürgerrechts vorgenommen. Und dort drin hat es Bestimmungen, die vor 10 Jahren völlig unbestritten waren, nämlich dass man früher einbürgert, sofern gewisse Integrationsvoraussetzungen erfüllt sind. Das war im Parlament absolut unmöglich, eine Mehrheit zu finden. Ich habe dort gemerkt, dass das, was zum Teil eben auch in der Ausländerpolitik noch selbstverständlich war, unbestritten war, jetzt im Parlament unter Umständen nicht mehrheitsfähig ist. Und da denke ich, das ist eine Entwicklung, die wir zur Kenntnis nehmen müssen, die wir auch uns kritisch überlegen müssen, was wir hier tun, was wir hier auch tun können, um die Öffnung, um die Offenheit in der Bevölkerung zu pflegen, auch zu fördern. Aber das hat sich doch auch verändert. Selbstkritisch, glaube ich, müssen wir, sage wir, auch der Bundesrat sagen, dass es dem Bundesrat, dem Parlament, der Wirtschaft, den Parteien, den Sozialpartnern nicht gelungen ist, in der Bevölkerung Vertrauen zu schaffen, nämlich das Vertrauen zu schaffen, dass eben die gesellschaftlichen Auswirkungen der Zuwanderung, dass wir dir genügend Beachtung schenken oder geschenkt haben, dass die Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt, die auch zum Teil mit der Zuwanderung zu tun haben oder zumindest verstärkt werden, dass wir diese Schwierigkeiten beheben können und beheben wollen. Und dass das inländische Potenzial, also die Menschen, die eben hier anwesend sind und die arbeiten wollen, aber vielleicht nicht arbeiten können oder nicht genügend arbeiten können, dass wir dieses inländische Potenzial besser berücksichtigen wollen. Es ist uns in all diesen Punkten offenbar nicht gelungen, hier das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen. Mir ist auch aufgefallen, ich sage das hier, wie sich gewisse Wirtschaftsführer bei der 1:12-Initiative ins Zeug gelegt haben, Testimonials noch und noch in der Zeitung, in den Betrieben sich voll eingesetzt haben. Dieses Engagement von Seiten der Wirtschaft, das persönliche Engagement, das sich exponieren in diesen Fragen, diese Form von Engagement habe ich vor der Abstimmung über die Masseneinwanderungsinitiative in dieser Form leider nicht festgestellt. Es gab sogar Wirtschaftsführer, die haben sich zwar gemeldet in großen Interviews, aber erst nach der Abstimmung. Und schließlich war es das erste Mal vor einer Abstimmung über die Personenfreizügigkeit, dass sich die Sozialpartner nicht zu Wort gemeldet haben, keinen gemeinsamen Auftritt hatten. In allen anderen Abstimmungen haben die Sozialpartner einen Auftritt gehabt. Vor einer solchen Abstimmung haben gesagt,
was sie zusammen tun wollen, was sie anpacken wollen. Dieses Mal ist es den Sozialpartnern nicht gelungen, sich zu einigen über den Umgang mit den flankierenden Massnahmen, über mögliche Entwicklungen bei den flankierenden Massnahmen. Das stelle ich auch mit einem gewissen Bedauern fest. Nun, das Abstimmungsresultat, das kennen wir. Aber was klar ist, dass die Aufgaben, die wir vor der Abstimmung hätten machen müssen, die müssen wir jetzt trotzdem tun. Diese Abstimmung hat uns diese Probleme, ich sage, die gesellschaftlichen Auswirkungen, eben auch der Zuwanderung, die Veränderungen in der Gesellschaft, die Wahrnehmung in der Gesellschaft, diese Probleme oder diese Fragen sind durch die Annahme der Masseneinwanderungsinitiative nicht gelöst worden. Nun, was ist in der Zwischenzeit gegangen? Der Bundesrat hat sich an die Arbeit gemacht. Er macht sich an die Arbeit, wie immer, wenn eine Volksinitiative angenommen worden ist. Und er hat ein Umsetzungskonzept definiert, nämlich erstens, dieser neue Verfassungsartikel muss umgesetzt werden. Die Bundesverfassung gilt, die Schweiz ist ein Rechtsstaat und die Bundesverfassung ist nicht ein Selbstbedienungsladen, wo man einfach schauen kann, dass man herauspickt, was einem gefällt und was einem weniger gefällt. Das ist eine Tatsache, wir sind in einem Rechtsstaat. Zweiter Punkt, es gibt die europapolitische Schiene, also neben der innenpolitischen Schiene eben auch die europapolitische Schiene. Und da verlangt die neue Verfassungsbestimmung eine Anpassung des Freizügigkeitsabkommens. Und das Dritte sind die Begleitmaßnahmen. Der Bundesrat ist der Überzeugung, das denke ich, hat uns diese Abstimmung auch gelehrt, dass das Potenzial eben, das im Inland vorhanden ist, mit den Fachkräften, mit den Leuten, die arbeiten möchten, aber auch die Leute, die wir brauchen, die die Wirtschaft braucht in Zukunft, dass wir vermehrt hinschauen müssen, schauen müssen, was können wir tun, um die Menschen, die hier sind, besser zu qualifizieren, fit zu machen für den Arbeitsmarkt, respektive wenn sie erwerbstätig sein möchten, aber Schwierigkeiten haben, dass wir ihnen diese Türen öffnen. Hier sind nicht nur der Bund, sondern auch die Kantone gefordert. Die Kantone auch in ihren Kompetenzbereichen. Ich denke vor allem auch die Ausbildung, an die Weiterbildung. Ich höre zum Beispiel immer wieder im Pflegebereich, wir hätten dort einen massiven Mangel, wenn man nicht zugreifen könne auf die ausländischen Arbeitskräfte. Ja, meine Damen und Herren, wir haben dort Bedarf, aber wir haben auch die Möglichkeit, im Inland, in der Ausbildung, gerade im Pflegebereich, mehr zu tun als bisher. Und da denke ich, sind jetzt unterschiedlich, ich erwähne jetzt die verschiedenen Bereiche, aber ich denke hier zum Beispiel die Kantone, die ja gerade im Gesundheitsbereich auch kompetent sind, aber auch im Ausbildungsbereich, dass sie hier sich wirklich etwas einfallen lassen. Ich habe kürzlich gehört, als mein Kollege, Herr Bundesrat Schneider-Ammann, auch gewisse Gedanken geäußert hat, wie man eben im Inland die Voraussetzungen verbessert, um die Erwerbstätigkeit zum Beispiel von Müttern zu ermöglichen überhaupt, dass es hier im Bereich der Tagesschulen wirklich ein Engagement braucht und bessere Bedingungen braucht. Und die erste Reaktion, die ich dann gehört habe von einem Kantonsvertreter, war, ja, und wer bezahlt das? Ja, meine Damen und Herren, dass das etwas kostet, ist absolut klar. Aber den Preis, den wir bezahlen, wenn solche Initiativen angenommen werden, wenn wir in der Bevölkerung eine Stimmung haben, dass eben die Leute, die hier sind, zu wenig berücksichtigt werden, zu wenig integriert werden. Diese Rechnung, meine Damen und Herren, ist unendlich höher, als wenn wir dafür sorgen, dass eben in unserem Land die Bedingungen verbessert werden. Auch die Wirtschaft ist gefordert, auch die Sozialpartner sind gefordert. Ich denke, auch sie müssen aufzeigen, wie man das inländische Potenzial besser berücksichtigen kann und wie man Missbräuche besser bekämpfen kann. Ich führe in diesen Tagen verschiedene Gespräche mit verschiedenen Wirtschaftsverbänden, um mich jetzt auch ein bisschen ins Bild zu setzen. Es sind ein paar Monate vergangen seit der Abstimmung und ich frage Sie alle, was haben Sie geplant, was tun Sie, damit eben diese, zum Beispiel die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in unserem Land verbessert wird? Was tun Sie, um das inländische Potenzial besser zu berücksichtigen, die Integration in den Arbeitsmarkt zu verbessern, weil am Schluss steuern wir die Zuwanderung nicht nur
über irgendwelche Mechanismen, sondern auch indem wir eben sagen, wie viele Arbeitskräfte braucht, ausländische Arbeitskräfte brauchen wir und wo haben wir Möglichkeiten im Inland. Ich muss Ihnen sagen, was ich jetzt am meisten gehört habe, ist, ja, es braucht halt ein bisschen Zeit. Ja, meine Damen und Herren, es braucht Zeit, aber ich denke, so wahnsinnig viel Zeit haben wir nicht. Es sind auch nicht neue Fragestellungen. Wir sind hier wirklich gefordert auf allen Ebenen und auch mit einer gewissen Dringlichkeit. Ich habe mit Freude festgestellt, dass sich der Bauernverband bereit erklärt hat, bei der Integration von Flüchtlingen zu engagieren. Und ich darf Ihnen sagen, ich habe noch selten so viele positive Rückmeldungen gehabt. Jetzt kann man sagen, das ist ein kleines Projekt, es ist nur ein Zeichen. Ich denke, was wir auch brauchen, sind konkrete Projekte. Aufzuzeigen, warum muss die Landwirtschaft so und so viele ausländische Arbeitskräfte in die Schweiz holen, wenn hier Menschen sind, die bereit sind, die fähig sind, auch solche Arbeiten zu erledigen. Das, denke ich, das sind kleine, aber ganz wichtige und eben konkrete Zeichen, dass man in der Wirtschaft verstanden hat, dass jetzt eben alle gefragt sind und dass hier auch ganz konkrete Antworten gefragt sind. Ich denke, dass schöne Worte nicht mehr genügen, dass wir eben die konkreten Angebote, die konkreten Veränderungen sichtbar machen müssen. Ich sage noch ein Wort zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, meine Damen und Herren. Das ist kein Frauenthema. Wir müssen aufhören zu sagen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie müssen wir schauen, dass die Frauen arbeiten können. Das ist ein völlig falscher Ansatz. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist nur dann möglich, wenn sich Mütter und Väter engagieren. Mütter und Väter engagieren können. Wenn ein Kind bei einem Paar hinzukommt, dann verändert das das Leben nicht nur der Mütter, sondern auch der Väter. Der Bundesrat hat vor kurzer Zeit neu eingeführt, dass sämtliche Mitarbeitenden der Bundesverwaltung im Moment, wenn sie Mutter oder Vater werden, das Anrecht haben, ihr Arbeitspensum um 20% zu reduzieren und trotzdem in ihrer Funktion bleiben können. Sie können dann aber nicht wieder aufstocken nach einer gewissen Zeit, sondern das ist ihre Möglichkeit, sich eben als Vater, als Mutter bei dieser neuen und wichtigen Aufgabe zu engagieren. Und wir sind gespannt, wir werden nach einem Jahr schauen, wie viele von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben. Es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, dass es nicht geht, ein solches Gesuch abzulehnen, aber dann muss man das begründen und wir werden im Bundesrat ein Controlling machen und schauen, wer wie viele Gesuche abgelehnt hat. Und wir sind natürlich alle ehrgeizig, dass wir möglichst keine Gesuche ablehnen müssen. Ich denke, das sind ganz wichtige Schritte und wir überlegen uns im Moment, ob das nicht auch etwas wäre, das in der Privatwirtschaft sinnvoll sind. Es ist eine freiwillige Maßnahme. Ich denke, es wäre ein ganz wichtiges Zeichen, dass eben die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht ein Frauenthema ist, sondern ein Familienthema ist. Nun, ich habe jetzt über das inländische Potenzial gesprochen. Ich werde das nicht weiter ausführen, aber es geht hier auch um die Frage von älteren Arbeitnehmenden. Da gibt es interessante, gute Projekte. Aber noch einmal, meine Damen und Herren, die Bevölkerung braucht konkrete Antworten, braucht sichtbare Antworten. Und ich denke, das müssen wir alle sehr ernst nehmen, wenn wir hier wirklich auch eine Stimmung verbreiten wollen, dass die Bevölkerung, die Menschen, die hier sind, arbeiten wollen, dass wir sie wertschätzen, dass sie in unserem Arbeitsmarkt auch Platz finden. Übrigens ist das nicht eine Maßnahme, mit der Sie zuwarten müssen, bis der Bundesrat den Artikel 121a umgesetzt hat. Damit können Sie schon morgen beginnen. Nun, wie sieht der außenpolitische Prozess aus? Vielleicht haben Sie gedacht, jetzt bis jetzt, okay, das haben wir alles schon gewusst oder das wissen Sie besser als ich. Könnte ja sein, den außenpolitischen, den europapolitischen Prozess, den kann der Bundesrat nur beschränkt beeinflussen. Letztlich vielleicht sogar kaum beeinflussen. Die Ausgangslage, die ist klar, das Prinzip der Personenfreizügigkeit ist für die Europäische Union nicht verhandelbar. Das ist auch nichts Neues, das haben wir schon vor der Abstimmung gewusst. Ich höre immer wieder, ja, aber andere, in anderen europäischen Staaten rumort es auch. Die haben die gleichen Probleme, sie sind sicher gesprächsbereit, interessiert, dass wir hier gemeinsam dieses Freizügigkeitsabkommen ein bisschen überarbeiten oder verbessern können.
meine Informationen sind, und ich spreche mit meinen Amtskolleginnen und Kollegen aus den europäischen Mitgliedstaaten relativ intensiv darüber, vor allem auch mit Deutschland zum Beispiel, mit Großbritannien, mit Holland, mit Schweden. Meine Informationen sind, dass wenn es dort rumort, dass es dann meistens um Fragen der Unionsbürgerschaft geht. Sie kennen die europäische Unionsbürgerschaft. Dort gibt es Rechte auch auf Sozialhilfe direkt für EU-Bürgerinnen und Bürger, die sich in einem anderen Staat aufhalten. Hingegen das Prinzip der Personenfreizügigkeit, das ist nicht das. Das ist in den meisten Fällen nicht das, wenn es rumort, sondern es geht hier um die Unionsbürgerrichtlinie. Und da hat sich der Bundesrat klar geäußert, diese Richtlinie wollen wir nicht übernehmen, auch nicht im Rahmen der institutionellen Verhandlungen, die im Moment geführt werden. Da hat der Bundesrat eine klare rote Linie gezeichnet. Und deshalb ist die Meinung, man könnte da mit der EU, weil sie eben auch gerade ein bisschen daran sind, das Freizügigkeitsabkommen zu überprüfen oder zu überarbeiten, da muss ich Sie enttäuschen, das ist nicht die Fragestellung. Was die Situation ist, um vielleicht auch politisch etwas eine Einschätzung zu versuchen in der Europäischen Union, Sie können sich vorstellen, die wirtschaftlich schwierige Situation, in der relativ viele europäische Staaten stecken, die führen in vielen Staaten dazu, dass innerhalb der EU die Fliehkräfte tendenziell zugenommen haben. Es ist immer am einfachsten, wenn Sie es schwierig haben in Ihrem Land, dann zeigen Sie am besten mit dem Finger nach Brüssel und dann wissen alle, wo man hinschauen soll und dann sind Sie fein raus. Das passiert überall, das ist menschlich. Aber stellen Sie sich vor, in einer Phase, in einer Zeit, in der in der Europäischen Union tendenziell die Fliehkräfte eher stärker geworden sind, dass in einer solchen Situation die EU ausgerechnet einem Drittstaat, einem Nicht-Mitgliedstaat, dem es dann wirtschaftlich auch noch sehr gut geht, ausgerechnet diesem Staat jetzt eine Ausnahmebewilligung zugesteht. Das ist einfach schon rein politpsychologisch, sag mal, sehr schwierig vorstellbar. Ich sage das ganz nüchtern, aber ich denke, es ist immer wichtig, wenn Sie mit jemandem verhandeln wollen, wenn Sie in Verhandlungen treten wollen, müssen Sie auch Ihr Gegenüber sehr gut verstehen. Und deshalb habe ich das Ihnen hier erzählt. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, in welcher Situation unser Gegenüber ist, um sich überhaupt vorzustellen, wie könnte dann eine solche Verhandlung oder wo könnten wir überhaupt ansetzen. Nun, das Freizügigkeitsabkommen sieht vor, das ist der Artikel 18, dass beide Vertragspartner ein Revisionsbegehren stellen können. Das ist ein Anmelden. Wir möchten das Freizügigkeitsabkommen revidieren. Wir haben das gemacht. Der Bundesrat hat entschieden, dass wir ein solches Revisionsbegehren schreiben. Das ist eine ziemlich formlose Angelegenheit. Es ist ein Brief. Am 7. Juli haben wir dieses Schreiben eingereicht. Es war unterzeichnet vom Direktor des Bundesamtes für Migration. Relativ schnell ist dann ein Schreiben gekommen von Seiten der EU, von Frau Ashton, der Außenbeauftragten. Sie hat sich direkt an den Bundespräsidenten gewendet. Sie hat dort in diesem Schreiben nicht überraschend noch einmal festgehalten, dass das Freizügigkeitsabkommen nicht verhandelbar sei. Sie hat aber auch geschrieben, dass die EU bereit sei, mit der Schweiz über die Probleme bei der praktischen Anwendung des Freizügigkeitsabkommens zu sprechen. Jetzt können Sie rätseln und philosophieren, was dieser Satz bedeutet. Ich würde ihn einfach mal so deuten: Wir bleiben im Gespräch. Der Bundesrat wird im Herbst ein Verhandlungsmandat verabschieden. Das haben wir so vorgesehen. Und dann läuft das so, dass man die Kommissionen, die außenpolitischen Kommissionen von National- und Ständerat konsultiert. Die Kantone werden konsultiert. Und dann entscheidet der Bundesrat dann, in welcher Form er dieses Verhandlungsmandat definitiv verabschiedet. Und wie es dann weitergeht, um zu verhandeln, wie gesagt, für diesen Tango braucht es zwei. Das heißt, die EU muss dann, um in Verhandlungen zu treten, auch ein Verhandlungsmandat, wie gesagt, einstimmig verabschieden. Nun, ich glaube, es ist einfach zu sehen, dass dieser innenpolitische Prozess, aber auch der außenpolitische Prozess mit vielen Unwägbarkeiten verbunden ist. Und es gibt, und zwar bei beiden Prozessen, beim innen- und beim außenpolitischen, eine ganze Reihe von möglichen Szenarien. Auf die müssen wir uns sorgfältig vorbereiten und ich sage nur mal ein paar mögliche Optionen. Oder? Es ist möglich, dass die Gespräche mit der EU schlussendlich zu einer Anpassung des Freizügigkeitsabkommens führen. Also unmöglich ist das nicht. Es ist aber auch möglich,
dass diese Verhandlungen scheitern oder es ist eben auch möglich, dass sie gar nie beginnen werden. Es gibt auch in der Innenpolitik verschiedene Varianten, was auf uns zukommen kann. Man hört ab und zu, es gäbe dann eine neue Volksinitiative zu diesem Artikel 121a, eine Durchsetzungsinitiative, eine Änderungsinitiative, eine Annullationsinitiative, alle Möglichkeiten habe ich schon gehört. Das beeinflusst dann natürlich wiederum auch die Umsetzung des heutigen Artikel 121a. Es ist aber auch möglich, dass, wenn dereinst die Umsetzungsgesetzgebung im Parlament beraten worden ist, dass es dagegen ein Referendum gibt. Es ist dann die Möglichkeit, dass dieses Referendum erfolgreich ist. Dann sind wir wieder auf Platz 1 oder 0. Es ist auch möglich, dass es dagegen das revidierte Freizügigkeitsabkommen ein Referendum gibt. Das würde ja auch wieder dem fakultativen Referendum unterstehen, dass das dann angenommen oder abgelehnt wird. Sie sehen, es gibt auf der innen- und auf der außenpolitischen Schiene eben wirklich verschiedene Szenarien. Und deshalb hat der Bundesrat gesagt, wir müssen diese verschiedensten Szenarien, und ich habe Ihnen noch längst nicht alle aufgezählt, wir müssen sie anschauen, wir müssen sie diskutieren. Aber es wäre falsch jetzt, es wäre fahrlässig, wenn sich der Bundesrat jetzt auf eine einzige Strategie festlegt, sich hier fixiert, sagt, da müssen wir hin, das wollen wir. Weil wenn das dann nicht funktioniert, dann wären wir dann ohne Plan B, ohne Plan C, ohne eben zweites Standbein da. Und ich denke, deshalb kann und will sich der Bundesrat heute nicht auf eine einzige Strategie festlegen. Ich höre natürlich immer wieder, und der Druck, das darf ich Ihnen sagen, auf den Bundesrat ist enorm. Man möchte wissen, wo man landet. Sagen Sie uns, wo die Reise hingeht. Sagen Sie, wo oder wann dann andernfalls noch eine Abstimmung da ist. Aber ich bin wirklich überzeugt, wir stehen, und zwar ziemlich am Anfang eines längeren Prozesses, eines anspruchsvollen Prozesses. Es gibt keine einfache und rasche Lösung in dieser Frage. Ich bin mir bewusst, dass eine offene Schweiz und gerade wir als exportorientiertes Land, dass diese Offenheit für unser Land von absolut zentraler Bedeutung ist. Es ist nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht von zentraler Bedeutung, sondern auch die Qualität unseres Landes lebt von der Offenheit. Und ich denke, diese Offenheit muss aber auch immer wieder erkämpft und erarbeitet werden. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, und ich habe es eingangs gesagt, diese Abschottungstendenzen, die gibt es nicht nur bei uns, aber es gibt sie eben auch bei uns. Und es ist deshalb, glaube ich, schon auch unsere Aufgabe, ich sage die Aufgabe des Bundesrates, der Politik, aber auch der Wirtschaft aufzuzeigen, wie wichtig die Vernetzung ist für unser Land. Auch wenn wir neuerdings jetzt über Völkerrecht sprechen, über Landesrecht, über das Verhältnis zwischen Völkerrecht und Landesrecht, die Offenheit, die Vernetzung, die Zusammenarbeit, die überstaatliche Zusammenarbeit, die Verbindlichkeit unseres Landes ist absolut zentral. Sie prägt unser Land, aber wir müssen dafür kämpfen. Nun, ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie hier den Bundesrat auch immer wieder unterstützen. Ich komme jetzt noch zur nächsten Abstimmung, weil die nächste Abstimmung steht bereits vor der Tür. Am 30. November stimmen wir über die Ecopop-Initiative ab. Diese Initiative möchte unseren Ressourcenverbrauch verringern, und zwar durch eine starre Begrenzung der Zuwanderung auf 0,2% der Bevölkerung. Das wären im Moment rund 17.000 Menschen pro Jahr, also 3/4 weniger als in den letzten Jahren jeweils netto in unser Land zugewandert sind. 17.000 Menschen, das sind nur nebenbei bemerkt genauso viele wie alleine in der schweizerischen Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie in einem einzigen Jahr pensioniert werden. Und in den nächsten 15 Jahren erreichen die geburtenstarken Jahrgänge ja bekanntlich das Pensionsalter und gleichzeitig verlassen geburtenarme Jahrgänge die Schulen. Das heißt, in der Schweiz gibt es in Zukunft immer weniger Menschen im Erwerbsalter. Und da stellt sich natürlich die Frage, wo kommen dann die Arbeitskräfte her? Wer pflegt uns? Wer schaut zu uns? Wer sind unsere Fachkräfte in Zukunft?
Nun, eines ist klar, ich glaube, das muss ich Ihnen nicht lange begründen. Eine so drastische Reduktion der Zuwanderung, wie sie Ecopop fordert, da würde auch kein inländisches Potenzial mehr ausreichen, um diese Löcher, wenn ich so sagen darf, zu stopfen, auch wenn es uns gelingt, dann die Frauen und die Menschen über 50 und die anerkannten Flüchtlinge und alle anderen besser in die Arbeitswelt einzubeziehen. Unsere Gesellschaft braucht auch künftig Menschen, die zu uns kommen und die bei uns arbeiten. Die Obergrenze dieser Ecopop-Initiative ist aber nicht nur sehr tief, sondern sie ist eben auch sehr starr. 0,2%, das wären dann fix, das würde in der Verfassung stehen, das wäre wieder so etwas ganz Konkretes, wo man nicht sagen kann, das ist noch interpretationsbedürftig. Und ich denke, dieses starre Korsett würde den Spielraum für den Schweizer Werkplatz und für die Schweizer Wirtschaft drastisch einschränken. Unternehmen, Betriebe, aber selbstverständlich auch die öffentliche Hand. Wir könnten auf die Schwankungen der Konjunktur nicht mehr flexibel reagieren. Und welche Folgen das für unser Land hätte, ich denke, das muss ich der volkswirtschaftlichen Gesellschaft nicht weiter ausführen. Nur noch eines möchte ich sagen. Ich habe Ihnen vorher gesagt, dass es nicht einfach wird, den innen- und den europapolitischen Prozess jetzt bei der Umsetzung der neuen Verfassungsbestimmung unter 21a zusammenzubringen. Der Bundesrat wird nach Lösungen suchen, aber eine Annahme der Ecopop-Initiative, das, glaube ich, das ist klar, das würde diese Arbeit, gelinde ausgedrückt, nicht erleichtern. Die Initiative, die Ecopop-Initiative ist aber auch ökologisch unlogisch. Umweltprobleme löst man nicht durch eine Begrenzung der Zuwanderung. Gut 80% der Menschen, die ja in die Schweiz einwandern, stammen aus dem europäischen Raum. Das heißt, was nützt es dem globalen Klima, wenn diese Menschen in ihren Herkunftsländern Auto fahren, heizen oder Abfall produzieren, anstatt dass sie das bei uns tun? Und übrigens würden alle Länder so viele Ressourcen verbrauchen wie wir hier in der Schweiz, dann bräuchte es bald 3 Erden, um die Bedürfnisse abzudecken. Das heißt, wenn wir also wirklich einen Beitrag zum Schutz der Umwelt leisten wollen, und ich hoffe, dass wir das tun, das steht auch in unserer Bundesverfassung, aber dann müssen wir nicht andere Menschen aussperren, sondern dann müssen wir den eigenen Ressourcenverbrauch senken. Zum Schluss noch eine Bemerkung zur zweiten Forderung der Ecopop-Initiative. Die Schweiz soll 10% ihrer Entwicklungshilfegelder dafür ausgegeben, dass in Ländern, in armen Ländern, weniger Kinder zur Welt kommen. Und das soll dann dazu beitragen, dass unsere natürlichen Lebensgrundlagen auf die Dauer sichergestellt sind. Das heißt also, die armen Länder sollen sich beschränken, damit wir unseren Lebensstil beibehalten können. Ich muss schon fragen, sollten die Zeiten, in denen der Norden entschieden hat, was für den Süden gut ist, nicht längst vorbei sein. Nun, mit dieser Fixierung auf Verhütung in Entwicklungsländern läuft die Initiative auch dem Ziel entgegen, die Selbstbestimmung des Menschen zu fördern. Und da herrscht eigentlich längst ein breiter Konsens, wer den Teufelskreis zwischen Armut und Bevölkerungswachstum durchbrechen will, muss vor allem die Stellung der Frauen stärken. Die Bildung von Mädchen und von Frauen steht in einem ganz direkten Zusammenhang mit der Geburtenrate. Das können Sie 1:1 in jeder Statistik so sehen. Ich habe das früher auch als Präsidentin von Swissaid immer wieder gesehen. Eine hohe Geburtenrate ist meistens nichts anderes als Ausdruck davon, dass Kinder eben die einzige Form von Lebensversicherung und Altersvorsorge sind. Wenn aber Frauen dank einer Ausbildung zum Familienunterhalt beitragen können, dann verringert das den Druck auf sie, eben ein Kind zur Welt zu bringen, und die Geburtenrate geht zurück. Ich denke, wir tun gut daran, uns in der Entwicklungszusammenarbeit weiterhin darauf zu konzentrieren, den Menschen, den Männern, den Frauen, den Kindern und den Jugendlichen eine Perspektive zu geben. Und damit tun wir letztlich auch etwas für die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen. Die Ecopop-Initiative trägt nichts zur Sicherung unserer Lebensgrundlagen bei. Mit Verhütungsmitteln und Maßnahmen gegen Ausländerinnen und Ausländer sind Umweltprobleme nicht zu lösen. Die Initiative behandelt Menschen als Problem, das bekämpft werden muss. Und ob gewollt oder nicht, aber dieser Ansatz ist fremdenfeindlich. Und Bundesrat, Parlament und die großen nationalen Parteien sind sich deshalb einig, die Initiative muss abgelehnt werden. Die Politik soll sich für den Menschen einsetzen
und nicht gegen ihn. Und ich danke Ihnen auch hier, wenn Sie sich wirklich engagieren. Es ist nämlich so, dass viele, ich höre das immer wieder, diese Initiative schon abgeschrieben haben, sagen, ja, die ist erledigt. Ich meine, es ist ja unvorstellbar, dass man eine solche Initiative annimmt. Ich finde diese Haltung falsch. Und zwar auch deshalb falsch, weil die direkte Demokratie lebt von der Auseinandersetzung. Die direkte Demokratie lebt aber auch von der Information. Und ich glaube, ich war mir schon bewusst, dass ich heute Abend nicht hierher gekommen bin, um Sie jetzt zu überzeugen, dass Sie gegen diese Ecopop-Initiative stimmen müssen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir und Sie alle gut informiert sind und dass wir diese Informationen jederzeit auch weitergeben können. Das ist auch das Funktionieren der direkten Demokratie, dass man sich eben informiert, dass man sich austauscht. Und ich denke, Sie alle in diesem Saal, Sie sind auch so privilegiert, dass Sie die Fähigkeit haben, auch komplexe Vorlagen gut zu verstehen, sich zu informieren, differenziert zu argumentieren und dieses Wissen dann auch weiterzugeben. Ich wünsche mir, dass sich gerade auch die Wirtschaft in die politischen Debatten einlässt und vielleicht auch etwas vermehrt einmischt. Sogar in Fragen, wo Sie vielleicht auf den ersten Blick das Gefühl haben, das geht meine Branche nicht wirklich etwas an. Aber ich denke, es ist schade, es ist auch gefährlich, wenn sich die Wirtschaft aus den politischen Fragen, die auch umfassend unser Land betreffen, abmeldet oder zu wenig präsent ist, wenn sie sich nur einmischt, wenn es um ihre unmittelbaren Interessen geht. Deshalb habe ich Sie heute über diese Initiative auch noch etwas umfassend informiert. Noch einmal, ich danke Ihnen ganz herzlich, wenn Sie sich hier engagieren, wenn Sie sich engagieren, dass unser Land auch in Zukunft ein offenes Land ist, ein solidarisches Land ist, das sich eben der Welt verbunden fühlt. Herzlichen Dank.